Good morning. Morning. In diesem Filmchen stelle ich euch die kleine Stadt Rojas im Mindoro vor bei Tag und Nacht. Hier ist Beinarbeit bei den Transportmitteln gefragt. Oh shit. This is Galactic Mac in the area, baby. Ain't no slacking in my Mackin', ain't no stimping in my pimpin'. And the bitches scream like it's a foot every time I slide an inch in. But I'm sitting up here and I'm co-signing for my nigga LG Profess, aka. Oh, he's the man, got a magic with his hand. Wer hier High Society Shopping Malls erwartet, ist fehl am Platz. Stattdessen nutzt die Gelegenheit und besucht den großen Markt, um auch in Kontakt mit den Einheimischen zu kommen. Für gehobene Restaurants müsst ihr lange suchen. Stattdessen findet ihr hier viele einfache Restaurants, die aus angeschwemmten Brettern zusammengenagelt wurden. Wer keinen Wert auf Luxusambiente legt, kann hier billig essen. Ja, manche Restaurants sehen schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig aus. Bei den kleinen Restaurants habt ihr manchmal das Problem, dass nicht alle Speisen da sind oder zubereitet werden können, die da an der Tafel hängen. Thank you. My Killer Hill Scramblers. My Staples and Stick-Up Kiss. Auf den Philippinen gibt es schicke Restaurants, man mag es nicht glauben. Sehr idyllisch. So, wir waren in Roxas, ganz lecker essen beim Italiener für unter 20 Euro drei Personen. Wo könnt ihr das schon in Deutschland machen? Discos, Fehlanzeige. Stattdessen shoppen in einem von vielen Secondhand-Märkten. Also, wenn ihr eine etepetete Dame an eurer Seite wisst, diese wird sicherlich in Rojas nicht glücklich werden. Green. Der fährt mir doch gleich über hier. Ah ne, ich muss auf Motorrad. Lieber immer lassen wir hier Platz. Okay. Ja.